Gnudi sind für mich ein absolutes Basic. Ein fantastisches Rezept, um auch mal eine glutenfreie Pasta auf die Karte nehmen zu können oder ein glutenfreies Pasta-Gericht. Wir machen es zwar heute mit doppelt fein gemahlenem Hartweizengrieß, aber wenn du das einfach nur durch Polenta, also Maisgrieß, feinen Maisgrieß ersetzt, dann hast du ein glutenfreies Pasta-Gericht der Extraklasse. Gnudi habe ich in der Toskana kennengelernt bei unserem letzten Guerilla-Camp. Und sie bestehen eigentlich aus nichts weiter als Pfeffer, Salz, Ricotta und Hartweizengrieß. Das Besondere an Gnudi ist, sie brauchen ein bisschen Zeit. Sie brauchen 1 bis 2 Tage, um richtig durchzutrocknen. Wenn du sie perfekt zubereiten willst, dann solltest du sie 2 bis 3 Mal nochmal im Hartweizengrieß wenden, um die perfekte Konsistenz später zu erreichen. Aber das Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall. Es ist vom Wareneinsatz her ein ziemlich günstiges Gericht, das super viel Möglichkeiten besitzt, um es später zu kombinieren und perfekt, um es mal auf die Empfehlungstafel zu nehmen. Machen musst du eigentlich nicht viel. Nimm eine Pfeffer- und Salzmischung, gib sie auf deine Ricotta. Das Ganze mischen wir erst einmal durch. Im Endeffekt musst du mit dem Bällchen nichts weiter tun, als deine Handflächen zu bemehlen. Wie gesagt, wenn du es glutenfrei machen willst, nimmst du schlichtweg glutenfreies Mehl und gibst solche Nocken in deine Hand, rollst kleine Bällchen draus und legst sie einfach in den Hartweizengrieß oder in die Polenta und formst daraus nochmal schöne Kugeln. Der Grund, warum Nudi oder Gludi, ich bin leider nicht der beste Italiener, 3 Tage brauchen, ist ganz einfach. Die Ricotta lässt Wasser ziehen, und zwar gibt sie Wasser frei in den Hartweizengrieß oder in den Grieß, und wir nehmen später den Grieß und wälzen ihn nochmal um das Nudi, und daraus bildet sich dann später eine Hülle, und wenn du das in kochendes Wasser gibst, dann hast du eine Hülle wie bei einem Kloß außenrum. Das war eigentlich alles, was du mit den Nudis machen musst. Das wiederholst du jetzt eigentlich nochmal alle 6-7 Stunden, gibst noch ein bisschen Grieß drüber, rollst die nochmal ein, dass sie zu einem schönen Bällchen werden, und das war's. Das heißt, 1 bis 2 Tage im Kühlschrank stehen lassen, und dann machen wir weiter.